Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game gibt es wieder einmal Wukong im Jungle. Ja, des Weiteren bei mir im Team Quinn auf der Toplane, Vega auf der Midlane, Varus als ADC und Jenna Support. Im Gegnerteam Riven auf der Toplane, Ramos im Jungle. Jetzt auch schon, um mich mit Wu zu countern hier oder was? Ich spiele doch gar nicht hier. Der Iena auf der Midlane, Tristana als ADC. Und Rakan Support. Tja, ich weiß es nicht. Das ist ein sehr ausgeglichenes Team. Und ich weiß echt nicht, wen ich da vorne sehen soll. Ja, meine Runen seht ihr hier unten wie immer. Electrocute, dazu plötzlicher Einschlag, Argus Vermächtnis, Gefräßiger Jäger Triumph und Gnadenstoß. Hört auf zu schreiben da. So. Riven. Irgendwo muss er sein. Hat er schließlich ein Fragezeichen geschrieben. Okay, Ramos startet Toplane. Und ich hoffe, ich kann die Krabbe machen, ohne dass der mir auf den Senkel geht. Spielt denn die mit Electrocute? Hey, da geht's ja schon richtig ab. So, da ist der Ramos. Der hat nicht ganz gereicht. Nee. Zu viel riskieren will ich jetzt auch nicht. Nee, ich geh jetzt auch erstmal Base. Kann ich jetzt nicht. Froschemals, wie gemein. So, jetzt nehme ich nochmal die Boots mit.
Na, wie schaut's auf der Top-Lane? 21, 23, beide nicht im besten Form. Oh, Varus 11. Das ist natürlich schon extremst schlecht. So, ich hoffe, der kann jetzt mal ein bisschen in Ruhe farmen. Neu. Wie ist so verrückt? Ist er da tatsächlich rausgekommen? Ich habe immer noch nicht Level 6 erreicht. Na ja gut, Ramos ist 4. Jawohl, Vega hatten. So, und ich habe endlich meinen Level 6. Tja, mein Lieber. War aber nicht mein Fehler. Natürlich habe ich das gesehen, mein Lieber, aber ich wäre da anders reingegangen. Und nicht einfach blind gefollowt. Aber was dann passiert, weiß man ja. Ist ja schließlich eine Riven, ne? Thank you.
Jawohl, da ist er down. So, jetzt wieder oben auf der Top-Lane vorbeigucken. So, jetzt aber raus hier. Insgesamt 10-6 Führung. Aber hier ist noch sehr, sehr lange nichts entschieden. Der Jana holt sich jetzt mal den Vega. Na, Gegner sind vom Farm halt überall besser. Außer auf der Botlane, da ist einfach nur ein wildes Rumgeprügel. Jana jagt und kriegt den Rammus. Ich werd bekloppt. Tja. Haben wir einen schnellen DC gehabt, der Varus? Alter Vater. Jetzt hat sie dem Vega aber böse wehgetan. Plan auch gefallen. Eieiei. So, Riven habe ich. Jetzt brauche ich einen Blue Buff. Das mit der Mitte gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir gar nicht. Oh. Ich glaube, das war ein Double.
Und somit ist er wieder voll dabei. Da Greeden sind daher und der Varus hat die Ult. Und holt den Double. Sehr schön. So, da haben wir uns nochmal gerecht. Ich gehe mal mit hin, wegen dem Smite. So. Ja, den kriegt der Varus. Weggesniped. Oh. Jawohl. Warum hab ich denn der Tower Agro? Red Buff oder was? Frechheit. Ein Gegner wurde getötet. Zeig mir den Weg. Doppelkill. Jetzt sind sie alle gut dabei. Der Varus, und das nach dem Anfang mit den 13 Farmen oder was er da hatte.
Da muss ich mich ein bisschen vorsehen. So, pushen wir hier noch ein bisschen. Uiuiui. Jetzt aber schnell raus da. Genauso schnell wieder rein. So, Drake haben wir. Kaboom! Jeha, will die Quain sagen. So. Haben sich tapfer gewehrt, aber am Ende doch ziemlich eindeutig geworden hier noch. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Game gefallen und wenn ja, zieht euch auch das nächste rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.